Ja, wenn sich bei uns ein Kind mit Luftnot in der Notfallambulanz vorstellt, dann müssen wir natürlich erstmal rausfinden, woran das liegt. Ganz, ganz wichtig am Anfang ist, dass wir alle Ruhe bewahren und damit sich das Kind auch nicht noch weiter aufregt. Dann schauen wir, ist es vielleicht ein Problem, was im oberen Atemweg ist. Da kann man das gegebenenfalls entfernen, wenn zum Beispiel ein Kind irgendwas verschluckt hat, was vor den Atemwegen liegt. Wenn es eine weitere Erkrankung gibt, wie den Pseudokrupp zum Beispiel, dann kann es eben auch sein, dass geschwollene Atemwege sind, dann haben wir Medikamente, die wir da geben können. Und sollte es dazu gekommen sein, dass es in den unteren Atemwegen wir nennen es Obstruktion, also eine Verengung gibt, dann haben wir auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel ein Röntgenbild zu machen oder gegebenenfalls auch in die Bronchien hineinzuschauen, um dort Abhilfe zu leisten. Kindliches Fieber kommt tatsächlich in allen Altersstufen vor. Wenn Sie sich bei uns vorstellen mit Fieber, würden wir Sie erst einmal befragen, was sozusagen die Ursachen davon sind, also wie das Ganze entstanden ist, wie lange das Kind das Fieber hat, ob sonst noch irgendwelche anderen Symptome, also sprich Zeichen von Erkrankungen oder sowas aufgetreten sind. Und wir würden dann Ihr Kind natürlich untersuchen, einmal von der Locke bis zur Socke. Wir gucken, ob es irgendwie in der Lunge, also im Bereich der Lunge Probleme gibt. Wir gucken auf das Bäuchlein. Wir machen vielleicht einen Urintest, um Ursachen von Fieber zu klären. Und man würde dann primär erstmal auch Medikamente gegen das Fieber geben und vielleicht mal eine Blutentnahme machen, um weitere Abklärungen durchzuführen. Fieberkrämpfe bei Kindern kommen sehr, sehr häufig vor tatsächlich und in den allermeisten Fällen hören sie auch von alleine wieder auf, sodass gar keine weiteren Maßnahmen ergriffen werden müssen. In ganz seltenen Fällen, wenn sozusagen der Fieberkrampf nicht von alleine aufhört, haben wir Medikamente, mit denen wir das unterbrechen können und dann muss man gegebenenfalls auch noch weitere Diagnostik machen, um zu sehen, was die Ursache davon ist.